Hallo und willkommen zu einem weiteren Bastelvideo von den Speedracern. Ja, wie schon angekündigt, wir hatten ja beim letzten Mal die Valkyrie. Wie, was hatten wir denn beim letzten Mal? Doch, Valkyrie. Siehe. Das heißt, diesmal ist er dran. Der Vantage GT3. Wir haben wieder ein paar Sticker und wir haben die passende Anleitung. Wir haben wieder ein Schälchen und wir haben die Tüten und ein Messer. Darauf achten, dass alles raus ist aus den Tüten, sonst ärgert man sich. So, los geht's. Erstmal oben mit Brille. Das ist neu. Und der kriegt keinen Schraubenschlüssel in die Hand. Wow! Zack. So, gleich mal hier hinsetzen. So. Wir brauchen nee, die eben nicht hier.
Nee, ach scheiße. Die sollen noch gar nicht aufeinander. Also schön Fingernagel um die Bogen. Wo ist er denn? Der zweite hiervon. Schwarz. Ja, gut. Ja. So soll das. Falschung. So. Oh, ein Aufkleber. So, genau genommen sogar zwei. 28. Es geht aber früh los. So, die andere Seite, lass mich raten, da kommen auch gleich Aufkleber. Ach, so eine Überraschung. So, habe ich. Ist jetzt grau. Zwar dunkelgrau, also dunkleres als das, aber das ist grau. Das ist die gleiche Farbe hier, also auch dunkelgrau. Also nicht das. Und auch nicht das.
Hier. Sache, die gibt es auch in Schwarz. So, wo sind, ach, hier vorne. Jetzt soll ich gerade fragen, wo habt ihr die reingetackert? Auch hier würde Ihnen ein kleiner Pfeil helfen. Genau wie die jetzt. Ach, auch vorne, okay. Nee. So. Ah, jetzt sind die auf einer Ebene hier. Okay. So, grau. Da kommt kein Aufkleber auf. Tatsache. Wait, what? Achso, das ist da. Ah, okay. Irgendwie fehlte mir hier gerade ein Zwischenschritt.
Ja. So. Ah, jetzt kommt Aufkleber, alles klar. 3 mal die 17. Und jetzt stelle ich fest, dass ich den grünen Streifen auf die falsche Seite übergeklebt habe. Ich hätte nach unten gemusst. Nein, muss er nicht. So, und das ganze Ding kommt hier so ran. Okay. Zack, so. Gelb. Moment, wir fangen erstmal hier vorne an mit den Kurven. Oh, hoppla, das habe ich vergessen. So, jetzt aber die Kurven.
Wäre sich einfacher gewesen, mit Feuer ranzutackern? Naja, egal. So, ob der das jetzt schon wieder hier ran macht? Ah, hier vorne. Doch, richtig. Okay, das gleiche kann das Ganze gleich nochmal. Nach hier vorne. Okay. Und ich habe es falsch mit dran. So, lass mich raten, das ist hinten. Was? Was ist das jetzt hier? Das verwirrt mich jetzt sehr. Zumal es hier auch keinen Aufkleber gibt, der dieses Logo drauf hat. Hä? Was soll das?
So. Nee. So. Doch so rum. Dazu. Okay. So rum? Nee. So rum. Einmal so. Einmal so. Und das Ding kommt hier rauf. So kommt. Es wird hier reingeklemmt, die Öse. Das ist diese Nase. So eine Idee muss erstmal kommen. So. Seitlich. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Zweimal grün. Und einmal du hier.
Okay. Ist das jetzt schräg? Verstehe. Clever mitgedacht. So. Meine Fresse. Ist schief gewesen. So, du kommst jetzt hier hin. Du hier hin und du hier hin. Und seit wann ist ein Aston Martin primär ein Linkslenker? Sind das nicht traditionell eher Rechtslenker? Kommen wir zur Vorderachse. Tüte 4. Welche Felgen sehen denn schöner aus? Ich würde sagen, die mit den vielen Speichen. Wir haben hier wieder die perforierte Seite und die hohle Seite. Logischerweise kommen die Felgen auf die, wo wir die Bremsscheiben sehen. So, das packen wir schon mal beiseite. So, wir werden so unordentlich hier drin.
So, dann machen wir es gleich nochmal auf der anderen Seite. Welche Überraschung? Oh, hier? Ja, okay. Das ist bestimmt der Motorblock. Nein, der Motor ist hinten. Deswegen ist hier nämlich auch das Sichtfenster. Scheiße, das war falsch. Hier hin.
Tag kommt aber bestimmt gleich auf den Hof. Nee, doch nicht. Was ist das denn? Grüne Bananen. Boah, ist ja der lustig. Sollen wir denn die hier rankriegen, ey? So. Oh, doch kein Aufkleber. Nee, ist falsch. Hier. Ah, okay. So rum. So, warte mal, das ist unten. Ich suche gerade die Stelle, wo das so aussieht. Achso, doch. Doch, das ist richtig. Dann die 3 kommt das Ding. Nee, das ist auch richtig. Aber was ist jetzt das? Das sieht doch so überhaupt nicht aus.
Oberseite sieht doch völlig anders aus. Was vergesse ich denn hier? Mache ich das hier ständig auf die falsche Seite? So, jetzt haben wir das Ding. So, das sieht so aus, das haut hin. Pop. Ach so. Ich habe das missinterpretiert. Ja, jetzt haut's hin. So, So. So und so. So. Und so. Okay. So. So, doch, war richtig. Und so, genau. So, die 36, wo ist sie? Da ist sie.
Da kommt die 37 ruf. So, 37 kommt hier hin. 36 kommt hier hin. Gut. Hier? Ja. Nee. Doch. Nee, kann er. Hä? Moment. So, du kommst schon mal hier hin. Achso, doch. Doch, war richtig. Die kommen die Löcher. Alles klar. Ich schätze mal hier vorne irgendwo. Da kommt kein Aufkleber auf. Nee, auch nicht. Nu, jetzt habe ich's. Auch natürlich. Ach, ohne Ende. So. So, die 38. Die 39. Hier kommt hier hin. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hab alle.
Nee, jetzt habe ich eine Lücke. Ach so. Eins drüber. So. Le Dach. Wenn wir Le Dach aufmachen, dann können wir hier auch gleich Kollege Schnürschuh hier reinsetzen. Können wir auch die Räder schon mal ranmachen. Das wird der Heckspoiler. Das sehe ich genau. Nee, halt stopp. So. Die 18. So, das Ding kommt jetzt hier hinten drauf und man kann ihn biegen. Ist das nicht schön? Gefolgt von noch mehr Aufklebern. So. So, ich habe keine Aufkleber mehr übrig, scheinen alle erwischt zu haben. So, das sind die Felgen. Und fertig ist er. So, Stückliste. Und das war's. Ein paar Teile sind wieder übrig geblieben. Die packen wir in unsere Sammelbox. Deckel drauf, Messer zusammen und fertig. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, wo wir
welche Überraschung, wieder ein Auto zusammenbasteln. Ich habe da noch ein paar rumstehen. Da kommen noch welche. Warum hier allerdings jetzt zum Beispiel so eine Lücke ist, weiß ich auch nicht. Hier. Ist halt so. Bis dann. Tschüss.